Also erstmal zu meiner Person. Ich bin Max Kleinrichter, 24 Jahre alt, bin bereits schon einmal deutscher Meister im Powerlifting geworden im Februar, bereite mich gerade auf die WPC-Meisterschaft am 4. September vor. Heute machen wir mal ein bisschen Kreuzheben, ich nehme euch mal ein bisschen in mein Training mit und jetzt machen wir uns mal warm. Ich habe immer am Anfang so leichte Mobility-Routine, weil ich ein relativ schwerer Athlet bin. Ich starte in der 125 Kilo Klasse und fühle die auch ziemlich gut aus. Wiege aktuell 124 Kilo, also schwerer darf ich in den nächsten vier Wochen nicht werden. Und damit ich auch gleich richtig an die Stange komme, gibt es erstmal Mobility. So, ich beginne meine Aufwärme immer so, dass ich, wie schon gesagt, Mobility mache. Dann mache ich ein paar Wiederholungen mit 60 Kilo, dass alles langsam warm wird. Dann gehe ich immer in 40er Schritten hoch, meine Warm-up setze bis 260 Kilo. Dann eventuell noch ein mit 300 und dann wird mein Topset mit 310 Kilo kommen. Das ist dann quasi mein höchster Satz. Ja? Also ich fange quasi mit dem Aufwärmen an, dann bin ich beim höchsten Gewicht. Ja, und arbeite mich dann runter mit dem Gewicht. Ja, also ich mache es nicht so, dass ich es steigere mit meinen Lastsätzen, sondern ich steigere es mit meinem Aufwärmen, mache dann den schwersten Satz und gehe dann runter mit dem Gewicht. Was immer ganz gut ist in Zughilfen, weil ich mir relativ schnell die Hände aufreiße, werde nachher dann noch ein bisschen Obergriff heben, damit die Griffkraft noch ein bisschen besser wird und ja, werde mich dann noch so ein bisschen darauf spezialisieren, dass mir beim Wettkampf nicht die Hand aus der Hand rutscht. So, ich nehme eigentlich immer lieber Liquid Chalk, aber das Problem ist, dass Liquid Chalk, also sprich Flüssigkreide, durch diesen Alkoholanteil die Hände ziemlich austrocknet. Und die letzten Wochen vor dem Wettkampf ist es nicht so schlau. Ich halt nicht möchte, dass mir die Hände aufreißen, weil ich dann beim Wettkampf natürlich nicht richtig heben kann. Für gewöhnlich mache ich eigentlich immer nur noch einer Wiederholung ab 100 Kilo. Da ich natürlich meine Muskulatur erwärmen will und die Spannung auf meiner Muskulatur behalten will. Also ich mache nicht zu viel, weil ich dann nachher halt einfach nicht mehr die Kraft habe, um noch 8 Kreuzhebesätze durchzuziehen. Ich gehe jetzt noch hoch bis 220, mache die dann noch ohne Zughilfen. Und ab 260 nehme ich mit Zughilfen, weil ich halt eben nicht will, dass die Hände aufreißen. Also ich habe halt relativ dicke Oberschenkel. Ja, das Problem dabei ist, dass ich hier quasi mit der Stange dran vorbei muss, wenn ich hier hochziehe. Ja, und dabei brauche ich halt nochmal extrem viel mehr Griffkraft. Und dabei reißen mir die Hände halt immer ein. Ich höre erstmal Musik. Ich höre beim Training immer Metal, Deathcore, also wirklich hartes Zeug, weil man natürlich als Powerlifter, um hohe Gewichte zu bewegen, auch ein gewisses Aggressionspotenzial braucht. Musik hilft da ungemein. Was halt wirklich immer wichtig ist, ist, dass man die Aufwärmsätze schon extrem explosiv macht, ja, um die Muskulatur und den Körper einfach schon mal darauf zu programmieren, was nachher halt für Lasten ansteht. Deswegen hebe ich immer extrem schnell raus. Das funktioniert recht gut. Ganz gut heute. Ich schätze die 310 im Topset, die sollten gleich gehen. Ich mache jetzt noch den einen mit 220. Im Kreuzgriff, ja, und hab dann nur noch Zugriff und danach ja noch ein bisschen Griffkraft.
Letzter Warm-up-Satz, noch einmal zu 160. Da gehen wir auf 310 hoch. Drauf. Das war mal ganz toll, das wird auch glaube ich nie wieder weggehen. Ja, das ist kein Schweiß, das ist Blut. Das ist halt jedes Mal, wenn du mit der Stange in dein Schienbein dabei kommst, weil du halt die Stange extrem nah an den Schienbein lassen musst und dann hochziehen musst. Es geht jedes Training auf, das ist immer das Gleiche. Ich kann noch ein bisschen was über meine Ernährung verraten. Also ich habe in der Regel am Tag um die 1000 Gramm Kohlenhydrate und ja, um die 400 Gramm Eiweiß, die ich zu mir nehme. Also ich komme in der Regel eigentlich schon immer auf mindestens 6000 Kalorien, die ich esse. Was natürlich auch benötigt wird, wenn du solche Lasten bewegst. Generell trainiere ich nur 3 bis 4 Mal die Woche, da es aufgrund der Intensität einfach nicht anders möglich ist. Also 4 Mal die Woche ist für mich eigentlich schon zu viel. Ich fokussiere mich halt immer auf die Grundübungen, sprich Kniebeuge, Bankdrücken und Kreuzheben und hoffe, dass ich im September bei der Deutschen Meisterschaft dann mit allen 3 Lifts kombiniert auf über 900 total komme. Das heißt, ich peile an in etwa 340 Kilogramm Kniebeuge, 230 bis 240 Kilogramm Bankdrücken und in etwa 330 bis 340 Kilogramm Kreuzheben. Auf jeden Fall Babypuder auf den Beinen. Man sieht halt immer sehr stark, dass ich hier die Beine ziehe und daran nicht weiterkomme. Ich gehe jetzt gleich ein bisschen runter auf 300 und arbeite mich dann immer weiter runter. Oh, so, jetzt machen wir den zweiten Satz. Diesmal 300 Kilo auf der Stange. Wie gesagt, ich gehe halt immer mit dem Gewicht ein bisschen weiter runter. Die sollten jetzt ein bisschen leichter gehen als die 310. Ja, ich hab Bock. Ha! Let's go! Easy weight!
aber ganz gut. Aber immer die Probleme am Oberschenkel. Aber im Wettkampf sind die zum Glück nicht mehr ganz so stark, weil ich da halt einfach eben Babypuder auf den Beinen habe. Dann halt eben eine gewisse Reibung wegnimmt. So, jetzt gehen wir runter auf zu 60. Da würde ich mit 260 Kilo Speedwraps machen. Easy weight. Jetzt mit den 260 Kilo deswegen nicht ans Muskelversagen, weil meine Regeneration halt schon ziemlich leidet durch die schweren Kniebeugen, durch das schwere Bankdrücken und versuche halt einfach nur explosiv zu heben, mein zentrales Nervensystem anzusteuern und darüber einfach alle Muskelfasern zu aktivieren. Das sind halt die Luxusprobleme, wenn du mit so viel Geschwindigkeit hebst. Relativ gut hoch. Macht die in der Regel einfach so lang, bis da gar nichts mehr geht. Ja, fang dann an mit Griffkraft. Zwei soll noch drin sein. Ja, das war gerade reichlich viel zu. Dieses extrem spannende Training dann fast rum. So, letzter Satz. Dann hat Griffkraft. Nur auch langsam platt.
Jetzt gleich fangen wir an, wenn ich mal ein bisschen weniger schwitze mit Griffkrafttraining. Ich mache das Griffkrafttraining deswegen, weil ich halt aktuell immer mit Zughilfen trainiere. Du brauchst halt als Powerlifter eine sehr gute Griffkraft, da du im Wettkampf keine Zughilfe verwenden darfst. Im Wettkampf wird dann der Kreuzgriff bei mir angewendet, womit ich dann eigentlich auch am besten klarkomme. Also es gibt noch den Hook Grip, das ist eigentlich der Griff, der von Gewichthebern präferiert wird. Den mag ich nicht so, weil mir dabei eigentlich immer die Daumen einreißen. Also man packt die Stange dann quasi mit den Fingern, ja, die Stange hier drin liegt und zieht dann so. Meiner Meinung nach für meinen Körperbau nicht so das Ideale. So, ich probiere jetzt gleich mal 220 Kilo im Obergriff zu heben und danach mache ich, denke ich, 200 und 180. Ah, der. Gleich. Gleich nochmal. Nächstes Mal sowas einfach. Das ist halt einfach, weil das Schork halt einfach nicht hält. Ja, das gibt mir zu viel Schweiß nicht. Ja, also das mit dem Griffkrafttraining ist halt heute leider ein bisschen schwierig. Wenn man halt hier sieht, dass mir die ganze Zeit Schweiß in die Hand reinläuft und das fuckt halt ziemlich ab. Deswegen kriege ich die leider nicht so gut, wie ich mir das vorstelle. Das ist ja ganz rutscht. Sechs Schweiß. Ich packe halt erst hier, dann da, dann hier, dann da. Am Ende ist alles vom Schweiß. Nicht bei 35 Grad. So, Feierabend. War ein gutes Training. Hab mein Pensum erfüllt. Griffkrafttraining war ein bisschen scheiße, weil es halt einfach 35 Grad sind. Nicht so dermaßen am Schwitzen bin. Ja, jetzt gleich gibt's erstmal ordentlich Sushi, all you can eat, damit ich auf meine Kalorien komme. Und dann mache ich erstmal zwei Tage Pause.